Zweimal im Jahr gibt es eine Gans, einmal zum St. Martin und einmal natürlich die Weihnachtsgans. Und wie ich die mache und was ich für einen Trick habe, dass die wirklich garantiert gelingt, das zeige ich euch heute. Herzlich willkommen, liebe Freunde des guten Geschmacks bei Ratzfatz Schlemm. Lecker leichtes aus Grill, Pfanne und Ofen. Wie eben schon angekündigt, heute machen wir eine Gans, eine St. Martinsgans, eine Weihnachtsgans, zu welchem Anlass ihr auch immer die Gans machen wollt. Das ist tatsächlich relativ umfangreich. Ich werde dazu Kartoffelklöße machen und Rotkohl, finde ich passt am besten dazu. Da gehe ich aber in diesem Video nicht drauf ein. Bei den Kartoffelklößen, da habe ich mir Rohmasse gekauft. Das ist jetzt kein Kunstwerk, da Bälle zu formen. Dann mache ich ein paar Croutons rein und dann werden die aufgekocht und fertig ist. Den Rotkohl, den habe ich mal selber gemacht. Da werde ich sicherlich auch mal ein Video drüber machen. Heute kümmern wir uns ausschließlich um die Gans. Aufwendig genug, da werden wir uns noch eine Soße zu machen und da fangen wir jetzt mal mit an. Die genauen Mengenangaben für zwei Personen findet ihr unten in der Box. Ein kurzer Überblick, wie ich die Gans heute zubereiten werde. Ich werde den Hals und die Flügel abtrennen. Für die Flügel brauche ich so ein kleines Hackebeil. Die brauchen wir später allerdings noch, daraus machen wir uns die Soße. Die Gans werde ich abspülen, gut reinigen. Dann abtrocknen, mit Rapsöl ein wenig einreiben, aber nur ein paar Tropfen, nur dass es so eine leichte Feuchtigkeit ergibt und dann mit etwas Salz salzen und dann füllen. Für die Füllung habe ich hier schon was vorbereitet und zwar habe ich hier etwa 100 Gramm Pflaumen, Maronen und Aprikosen, etwa alles 1:1. Genauso wie der Apfel, den werde ich mir noch in gleich große Stücke schneiden. Ich habe hier Zwiebeln, die werde ich mir auch vierteln oder vielleicht achteln, also so, dass die auch etwa die Größe haben hier. Dann haben wir hier Beifuß, so 3-4 Zweige. Thymian hatte ich leider keinen frischen, da habe ich dann so 2 Teelöffel, denke ich, werden das sein, genommen. Und so 3 Zweige vom Rosmarin. Außerdem Pfeffer und Salz. Das wird alles zusammengemischt, damit füllen wir die Gans und die Geheimzutat oder der Geheimtipp wird eine leere Flasche sein. Was wir damit machen, darauf kommen wir später zu sprechen. Die Äpfel sind gewürfelt und die Zwiebeln sind geviertelt und jetzt werden wir die Füllung in einer Schüssel zusammenmischen. You said I wish this will never be over. Darling, it's time for your present, come over here. Now it is time to get out in the snow, lighting a light with you. Choirs will sing and the joy bells will ring. Nobody loves you as much as I do. It's a wonderful feeling from floor to the ceiling. It is that time of the year. Die Innereien sind hier tatsächlich extra verpackt. Das ist hier eine polnische Mastgans. Man kann natürlich eine frische Dithmarschner holen. Da ist hier hinten noch der Flumen dran, das ist ja Fettgewebe. Das trenne ich raus, das entnehme ich alles. Und ja, so bereiten wir uns nach und nach die Gans vor. Komplett ausräumen. Alles, was nicht so schön ist, kann weggeschnitten werden. Hinten der Bürzel, der wird ebenfalls abgeschnitten. So eine Drüse, womit die ihr Gefieder immer fetten. So, der Hals, der ist hier schon abgenommen. Manchmal muss man den auch abschneiden. Und einen Großteil von der überschüssigen Haut werde ich hier auch abschneiden. Nicht alles, weil dann fällt es uns etwas leichter, das zu verschließen hier. So, den Flügel, den müssen wir abtrennen. Damit gehe ich hier mal
mit dem Messer lang. So, schneide das ein bisschen vor. Und dann müssen wir mit einem kleinen Beil das an der Stelle hier abhacken. Schön vorsichtig. Wenn ihr eine frische Gans kauft, dann macht euch das bestimmt der Fleischer auch. So, dann wird die Gans hier komplett trockengelegt sozusagen. So, die Gans ist jetzt entnommen. Die Flumen habe ich rausgeholt. Flumen, das ist dieses Gänsefett. Daraus kann man wunderbar Schmalz machen, wer das möchte. Das werde ich heute nicht machen, das ist nämlich für heute zu viel. Die Haut werde ich jetzt ein bisschen mit ein paar Tropfen Rapsöl einreiben und dann, da kommt er. Und dann ein bisschen salzen. Das ist hier die Gänsebrust. So. Die hat hier übrigens fast 5,5 Kilo. Das ist ein Riesenvieh. So, meine Schöne. Einmal umdrehen. Und die darf jetzt auf der Brust liegen bleiben. Und das gleiche mache ich jetzt hier mit dem Rücken auch. Und dann fülle ich die mit unserer vorbereiteten Füllung. Und jetzt kommen wir zu dem Trick mit der Flasche. Und zwar dadurch, dass die Flasche, die ist ja hohl. Da ist Luft drin. Dass die Flasche in dieser Gans ist, haben wir einen Hohlraum. Der wird natürlich relativ schnell genauso heiß wie der Backofen als solches. 150 Grad nämlich. Hätten wir jetzt die Gans komplett gefüllt, dann würde die durch die Füllung, das ist ja eine Masse, die Hitze nur langsam ansteigen und das alles nur von außen nur langsam garen. Dadurch, dass die hohle Flasche da drin ist, fängt es von außen an zu garen und auch gleichzeitig von innen. Und dadurch bekommen wir ein deutlich saftigeres Ergebnis. Jetzt kommt meine Flasche zum Einsatz. Und zwar werde ich die hier auch reinstecken. Muss man mal gucken. Das ist hier eine 0,5 Liter Flasche. Die darf man, also den Hals darf man hier vorne dann spüren. Und hinten sollte sie nicht rausgucken. Wer eine kleinere Gans hat, der nimmt einfach eine kleinere Flasche. Und ringsherum wird dann die Füllung noch gestopft. So, größer darf die Gans nicht sein, weil die sollte tatsächlich in diese Richtung in den Ofen geschoben werden. Ich backe die bei 150 Grad Umluft. Umluft kommt von vorne, das heißt, die Luft sollte tatsächlich an der Gans vorbei gleiten sozusagen und nicht auf eine Seite treffen. Deswegen sollte die so in den Ofen rein. Etwa eine Tasse, eine kleine Tasse Wasser kommt hier ins Blech noch mit rein. Und dann werden wir die jetzt für 3 Stunden konfieren. Das heißt, im eigenen Fett quasi garen. So, die Gans kommt jetzt auf die untere Schiene. Die Gans ist im Ofen und in der Zwischenzeit kümmern wir uns um die Soße. Dazu habe ich die Flügel an den Gelenken getrennt. Da muss man erstmal die Haut einschneiden. Dann die Sehnen mit dem Messer trennen und dann kann man das Gelenk tatsächlich gut lösen. Und den Schluss schneidet man noch mit dem Messer wieder durch. Dann ist hier noch der Hals drin. Und jetzt werde ich das Wurzelgemüse für die Soße vorbereiten. Und dann können wir die auch schon anfangen. Für die Soße nutze ich eigentlich Suppengrün. Jetzt habe ich allerdings kein Suppengrün mitgebracht. Ich hatte aber noch Karotten. Ich habe hier eine Petersilienwurzel. Der Lauch fehlt mir, aber ich habe hier Frühlingszwiebeln. Ist ja auch ein Lauchgewächs. Eine Zwiebel und noch so ein bisschen
Knollensellerie. Und das werde ich jetzt alles in grobe Würfel schneiden. Und dann machen wir uns daraus die Soße. Das Gemüse ist geschnitten und nun heize ich einen Topf vor und werde in etwas Öl die Flügel und den Hals anbraten und dann wieder rausnehmen, wenn die schön Farbe gekriegt haben, und in dem Bratensatz das Gemüse anbraten. Das werde ich dann, wenn es auch ein bisschen Farbe gezogen hat, ein paar Röstaromen, mit Rotwein ablöschen, und dann darf das Ganze dann gebe ich das Fleisch wieder zurück und dann darf das Ganze etwa 2 Stunden lang köcheln. Und So, wenn das Fleisch so aussieht, kann es wieder rausgenommen werden und dann werden wir das Gemüse darin anbraten. So, das Fleisch ist raus und das Gemüse kommt rein. Das Gemüse hat auch langsam Farbe angenommen. Und jetzt werde ich das ablöschen. Und zwar verwende ich dafür wieder meinen Regent vom Weinbau Dr. Lindicke. Der Link, der ist unten in der Videobeschreibung drin. Und damit werden wir jetzt das Gemüse 2-3 Mal deglazieren. So, was ich fast vergessen hätte, wäre der Tomatenmark oder das Tomatenmark. 1 bis 2 Esslöffel lassen wir so ein bisschen mitbraten. Damit verliert das Tomatenmark so die Säure, wird ein bisschen süßer und schmeckt einfach leckerer. Und dann das zweite Mal deglacieren. Und das dritte Mal. Gut, nachdem wir das Gemüse glasiert und deglaziert haben, geben wir das Fleisch hier wieder rein. Einmal gut umrühren, sodass es möglichst auch unten liegt. Und füllen das dann mit Brühe oder mit Fond auf. Geflügelfond würde Sinn machen. Oder einfach Gemüsefond. Und das darf jetzt 2 Stunden lang köcheln. Wir nähern uns der Zielgeraden. Die Soße werde ich durch ein Sieb abgießen und dann haben wir die reine Soße. Vielleicht nochmal abschmecken. Ich habe schon eben mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt und die wird schon richtig lecker werden. Die Gans ist auch gleich fertig. Die nehme ich dann raus, werde den Ofen dann auf 240 Grad Umluft vorheizen. Und bei der Gans entnehme ich dann die Flasche, setze die Gans auf ein Gitter und dann kommt die nochmal so für 10 Minuten rein zum Aufknuspern, damit die schön Farbe kriegt und lecker knusprig wird. Die sieht schon mal großartig aus. Die nehmen wir jetzt mal kurz runter, sofern es geht. Hier kann man mal so einen Drucktest machen. Oh ja, die ist auch schon echt gut. So, schade, da ist schon mit Klemi geblieben, das ist doof. Kommt hier so ein Gitter rauf. Ja, mit der Haut, dass die kleben geblieben ist, ist sehr schade. Aber nicht zu ändern und am Geschmack wird das sicherlich nichts beeinflussen. So, hier lösen wir die Entenbrust aus. Die Entenbrust, sag ich, die Gänsebrust. Und hier wird die Keule ausgelöst.
so eine Gänsekeule mit los, mit Rotkohl und Soße und allem, was dazugehört. Da sind wir heute bei 31 Dingster. Und eigentlich wollte ich das auspiepen. Dann darf ich jetzt mal kosten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ja, mit der Haut ist ärgerlich. Kann passieren, dass gerade beim Dreh passiert, ist natürlich noch ärgerlicher. Ich hoffe, euch widerfährt nicht dieses böse Schicksal. Schmecken tut die trotzdem großartig. Ja, sollte euch das gefallen haben, gebt mir doch einen Daumen hoch und ich freue mich wie immer über jedes neue Abo. Und wünsche euch frohe Weihnachtstage oder wenn ihr das jetzt demnächst macht, ich glaube, kommende Woche ist St. Martin, dann wünsche ich euch natürlich einen schönen St. Martinstag und hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Euer Carsten, bleibt gesund und ciao.